Hertha BSC brachte gestern 4.500 Gästefans ins Zentralstadion nach Leipzig und kündigte vorab den massiven Support ihres Teams gegen den Dosenclub an. Viele Fanszenen bleiben den Spielen bei RB fern oder kommen ohne Ultras und aktive Fanszene nach Leipzig. Die Herthaner hingegen füllen den ausverkauften Gästeblock komplett auf und sorgen für mehrere Aktionen für Aufmerksamkeit. Im Stadion selbst zeigten die Hertha-Fans mehrere Fanaktionen. Mit dem Spruchband 130 Jahre Tradition gegen 13 Jahre Dreck stellten die Berliner klar, dass man das Konstrukt aus Leipzig weiterhin nicht akzeptiere. Zusätzlich schmetterten die Fans der alten Dame mehrere Minuten lang anhaltende Scheiß-RB-Leipzig-Fangesänge in Richtung Heimtribüne, die auch im TV deutlich zu vernehmen waren. Außerdem zeigten die Herthaner in humorvoller Kritik, wie ungern sie nach Leipzig fahren und präsentierten 10 Dinge, die sie lieber machen als nach Leipzig zu fahren und nennen dabei den Besuch beim Zahnarzt oder der Schwiegereltern. Lieber gehen die Hertha-Fans auch in U-Haft oder in die Insolvenz. Trotz der 2:3 Niederlage feierten die Fans ihre große Liebe auch nach dem Spiel weiter und trällerten Anti-RB-Gesänge hinter dem Gästeblock fröhlich weiter. Verpasse keine News mehr über deutsche Fanszenen und abonniere unbedingt unseren Kanal.